Frankfurt hat schon was Liebenswertes und Wohnenswertes auch. Ich finde es eine sehr angenehme Stadt, weil sie nicht zu groß ist und trotzdem sehr international und einfach auch sehr viel Energie in der Stadt ist, Lebendigkeit in der Stadt ist. Mein Name ist Ulrike Brusi, ich bin Jahrgang 1965 und geboren in Weißenburg in Mittelfranken. Habe dann in Augsburg Wirtschaftsmathematik studiert, war bei der Bayern LB in München und bin von da nach 18 Jahren zur NordLB nach Hannover gegangen. In der Bayern LB habe ich angefangen als IT-Trainee, habe dann auch verschiedene Stationen durchwandert, war Händler, war Abwickler, war Bilanzierer, habe auch parallel immer wieder Projekte gemacht bis hin zu den großen Projekten Basel II und IAS-Einführung und bin dann 2008 am Anfang zur NordLB gekommen als Leiter für das Risikocontrolling. Ich bin dann 2010 in den Vorstand der NordLB, erstmal als General für das Kapitalmarktgeschäft, auch aus der Erfahrung heraus, dass ich Handel schon mal gemacht habe, und bin dann 2012 auch zum ordentlichen Vorstand berufen worden und habe dann auch die Bereiche Finanzen, COO, also den Abwicklungsbereich, Transaktionsbereich oder auch IT übernommen. Ja, und jetzt fange ich zum 1. September hier in der DZ Bank an. Erstmal zuständig auch für Compliance und dann ab Januar auch zuständig als CFO der Bank. Also die Herausforderungen für die neue Aufgabe sind sicherlich für mich auch, diesen Altfinanzkonzern erstmal kennenzulernen. Auch die verschiedenen Sparten wie Versicherungen, Bausparen oder auch den großen Asset Manager nochmal vertiefter auch kennenzulernen, auch von der Mechanik, die dahinter steht und auch für die Entwicklung, die das hatte und was es auch für den Konzern bedeutet. Und dann bin ich nochmal gespannt, wie hier Projekte gehandhabt werden, wie Prozesse gehandhabt werden. Das sind so Themen, die mich immer wieder auch begleitet haben in der Vergangenheit. Da bin ich gespannt, das werde ich mir natürlich ziemlich schnell dann auch mal anschauen, welche Erfahrungen ich damit bringen kann, wo ich mich da einbringen kann und wie es hier auch läuft und wie da zusammen auch Gutes entstehen kann. Für mich muss es immer beide Facetten haben. Es sind immer Menschen, die arbeiten und es gibt eine Fachlichkeit. Und nur mit einem alleine, glaube ich, kann man keine nachhaltigen, guten Lösungen kriegen. Und für mich gehört einfach beides dazu, wirklich ernsthaft in der Sache zu arbeiten, aber auch die Menschen dahinter verstanden zu haben, auch lachen zu können und mal auch einen Spaß aus einer Situation zu machen, die vielleicht sonst zu ernst wird. Meine Kernfamilie besteht aus meinem Mann, ich bin verheiratet, und zwei Töchtern, die sind 16 und 19. Und die Kinder haben sich einfach gefreut, weil die wissen, dass mir die Arbeit Spaß macht, der Job Spaß macht. Die wissen, dass das für mich ein guter nächster Schritt ist. Haben sich natürlich dann, wie die Jugend das heute auch macht, sofort in Google über die DZ Bank informiert und haben auch gesagt, ey, ist eine gute Bank, da kannst du hingehen. Was mich vielleicht überrascht hat am Anfang, war die Herzlichkeit, mit der der Vorstand mich aufgenommen hat und auch gleichberechtigt mit in Diskussionen mit einbezogen hat, auch schon in den Vorterminen, sodass ich das Gefühl hatte, ich bin schon da, obwohl ich eigentlich noch gar nicht da bin. Und von den Menschen, die ich kennengelernt habe, die waren einfach sehr herzlich und freundlich zu mir und das in allen verschiedensten Funktionen. Also ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, wahrgenommen, erstmal mit so einem positiven, ich komme, wie ich bin, und es ist erstmal gut.